super geil, im Team gekämpft und im Team durchgekommen. Wunderbar. Spaß, Teamwork und natürlich ganz viel Schlamm. Das ist der Obstacle City Run. Erstmals findet der Hindernislauf im Olympiapark Berlin statt und verspricht weitaus mehr, als nur ein lustiges Laufevent zu werden. Mit Freunden diese Challenge zu bewältigen, ist das größte. Ja, das war super. Wunderbar und auch einfach der Teamspirit zwischendurch, dass du auch den anderen Teams geholfen hast. Nach einem kurzen, aber intensiven Warm-up geht es zunächst für die wagemutigen Familien auf die Piste. Insgesamt können die Teilnehmenden zwischen 3 Strecken wählen und ihr könnt auf bis zu 31 Hindernissen beweisen. Doch egal, ob auf den 3 Kilometern der Family Edition oder auf den 6 und 12 Kilometer langen Strecken, es wird auf jeden Fall anspruchsvoll, dreckig und teamorientiert. Ein Traum für die 1.500 Starterinnen und Starter und die Veranstalter. Es war ein Fest. Also Berlin hat geliefert, muss man sagen. Es war einfach richtig gut. Wir haben viel erwartet und haben viel mehr bekommen. Die Leute sind begeistert, sie haben sich richtig eingebracht, haben richtig Gas gegeben, haben die Strecke gefordert, haben sich gefordert. Und das ist das, was wir wollen. Und wir sind überglücklich. Die Hindernisse könnten dabei unterschiedlicher nicht sein und haben es ganz schön in sich. Mal braucht es Kraft, mal Teamgeist und manchmal muss man auch klettern, um zusammen ins Ziel zu kommen. Aber eines ist sicher, hier bleibt keiner trocken und viele der Aufgaben lassen sich viel, viel besser im Team lösen. Umso schöner deshalb das Gefühl des Zieleinlaufs, die Finisher-Medaille und das überwältigende Gefühl, es nun endlich geschafft zu haben, gibt es obendrauf. Unser erstes Team-Event und wir haben das super gemeistert. Einfach durch, Augen zu und durch. Im Team ist man stark. Und diesen Moment zu teilen, das kann hier keiner mehr nehmen. Ausgepowert und matschig, dafür aber voller Glückshormone. Der erste Obstacle City Run in Berlin ist also ein voller Erfolg für Veranstalter und alle Teilnehmenden. Und eben weil es so genial war, geht es 2023 in Runde 2. Wir kommen nächstes Jahr wieder. 14.10. sind wir da, gehen wir wieder Vollgas und versprochen, wir bringen neue Hindernisse mit. Und vielleicht kommt noch der ein oder andere Berliner mehr und dann sind wir wieder am Start. Wenn ihr jetzt auch Lust auf Spaß, Teamwork und natürlich ganz, ganz viel Schlamm bekommen habt, dann meldet euch unter www.obstacle-city-run.de schon fürs nächste Jahr an. Es lohnt sich auf alle Fälle.